So, und nun sind wir, weil es bei uns in der Ebene so wenig Pilze hat, extra für euch in die Berge gefahren, zu den Reichenbachfällen, dort wo Sherlock Holmes und Moriarty in die Tiefe gestürzt sind, auf der Suche nach Pilzen. Und hier haben wir Pilze an diesem Holzstamm gefunden. Das sind Stockschwämmchen, erkennbar an ihrem hygrophanen Hut. Ja, im Hintergrund ist noch Schießbetrieb, die haben hier ein Jubiläumsschießen. Das Stockschwämmchen, wie gesagt, ein hygrophanen Hut, das heißt, er ist mehrfarbig, je nach Feuchtigkeitsgehalt ist er hier in verschiedenen Brauntönen, sein Hut. Hier oben etwas heller, hier dunkler. Außerdem hat er hier so eine leichte optische Riefung. Ansonsten ist der Pilz aber glatt. Und aber die richtig wichtigen Erkennungsmerkmale vom Stockschwämmchen sind sein Stiel. Dieser ist braun und hat solche hellbraunen Schüppchen. Ohne den Stiel ist dieser Pilz nicht zu erkennen und auch wird auch nicht freigegeben bei der Pilzkontrolle. Außerdem hat er in jungem Alter beige Lamellen, im Alter braune Lamellen. Ist einer der wenigen Pilze, die ich kenne, die mit braunem Sporenpulver und braunen Lamellen trotzdem zu den Speisepilzen gehören. Allerdings besteht auch eine hohe Verwechslungsgefahr mit dem tödlich-giftigen Gifthäubling. Hier also wirklich muss man sich sicher sein. Wie immer ist natürlich mein Video rein zu Unterhaltungszwecken. Wer Pilze sammelt, sollte sich beim örtlichen Pilzsachverständigen persönlich beraten lassen. Und hier haben wir einen kleinen Erdstern. Und auch hier drüben noch ein paar. Der Erdstern ist ungenießbar. Dann habe ich hier diesen Pilz, den wollte ich zuerst gar nicht filmen, weil ich ihn für einen flockenstieligen Hexenröhrling gehalten habe. Erst nach dem Ernten habe ich gemerkt, dass auch dieser schwarz-blau anlaufende Pilz hier eine Netzzeichnung am Stiel hat. Diese rötliche, bräunliche Netzzeichnung am gelben Stiel. Diesen etwas fast schon braungrauen Hut. Auch hier einen leicht helleren Hutrand. Und natürlich die typischen Röhrenmündungen. Und somit ist es nicht der flockenstielige Hexenröhrling, sondern der netzstielige Hexenröhrling. Wir verwenden den für Speisezwecke. Ich habe ja schon ein Porträt zu dem Pilz gemacht. Je nach Region wird mit dem unterschiedlich umgegangen. Er galt lange Zeit als giftig zusammen mit Alkohol. Was aber wohl nicht so ist, wir hatten auch noch nie Probleme mit dem. Es ist halt auch wie der flockenstielige Hexenröhrling ein Pilz, den man 20 Minuten kochen sollte und der auch dann noch relativ schwer verdaulich ist. Und da können zusammen mit Alkohol natürlich schon Probleme auftreten, das liegt aber nicht am Pilz. Na und ratet mal, was wir hier haben. Nein, das ist jetzt nicht das Pilzequiz. Aber das hier, schöne Pfifferlinge. Erkennbar an ihrer eiergelben Farbe. Man nennt sie auch Eierschwämme. Etwas unförmig gekräuselt. Und vor allem gehört der Pilz zu den Leistlingen. Und hat dementsprechend hier unten nicht Lamellen oder Röhren oder Poren. Nee, nicht weg. Sondern eben Leisten.
Leisten sind so etwas wie kürzere, dickere Lamellen, die mehr an ein Aderngeflecht erinnern. Der Pfifferling hat weißliches Fleisch hier zu erkennen. Auch seine Leisten sind gelb und auch sein Stiel ist mit so einer gelben, ja, außen ein bisschen gelben Kruste, die man aber leicht abkratzen kann, und darunter kommt der weiße, das weiße Fleisch zum Vorschein. Ja, hier hat es gleich 2, 3. Reicht nicht für ein ganzes Pilzgericht, aber doch ein schöner Fund. Da es hier keine Violetttöne hat, gehe ich davon aus, dass das der echte Pfifferling ist. Aber auch der amethystschuppige Pfifferling ist genauso verwendbar und essbar. Hier haben wir einen weiteren giftigen Pilz entdeckt. Den rotschuppigen Raukopf. Der hat so einen braunen Hut mit auf hellerem Grund und kann so rötliche Schüppchen haben. Der hat braune, rostbraune Lamellen, die ausgebuchtet angewachsen sind. Und einen Stiel, also einen blassen, hellbeigen bis gelblichen Grundfarbe und einer rötlichen Natterung bzw. so Schuppenbändern. Ihr kennt ja die Grundregel, dass kleine bräunliche Pilze mit rostbraunen, rotbraunen Lamellen meistens in die Kategorie Giftpilze oder giftverdächtig gelten, so auch bei diesem Pilz. Einzige Ausnahme, die ich kenne, ist das Stockschwämmchen von vorhin. Wir kommen zum nächsten Pilz, nein, nicht der Trompetenpfifferling, sondern ein weiterer Giftpilz, das Galertkäppchen. Der hat so einen bräunlich-gelben Hut, einen gelblichen Stiel, ist so ein bisschen mit weißen Körnchen bedeckt, hat weder Lamellen, Röhren noch Poren, sondern ist hier auch einfach flach mit solchen weißen Pünktchen drin. Auch die Wuchsform vom Hut gleicht hier etwas einer Lorchel, ist hier ein bisschen verwunden, unförmig, kann aber auch durchaus normale Hutformen entwickeln, so wie dieser hier, aber dann auch wieder etwas so unförmige wie diese hier. Das Galertkäppchen, eben ein Giftpilz. Ja, okay, weiter geht's. Wow, und jetzt hier ein ganzes Feld mit Semmelstoppelpilzen entdeckt. Der Semmelstoppelpilz, natürlich erkennbar an seiner semmelbraunen Farbe, hat ein bisschen helleres Fruchtfleisch, nicht Fruchtfleisch, etwas helleres Fleisch. Und muss mal schauen, dass ich den heile hier rausbekomme. Hier sind gleich mehrere zusammengewachsen. Einen weißen Stiel. Und natürlich ganz typisch diese Stoppeln, kleine Stacheln. Anstatt Poren, Lamellen und dergleichen hat er eben diese Stacheln. Ja, der Semmelstoppelpilz ist ein guter Speisepilz. Man soll ihn wohl aber nicht in allzu großen Mengen verzehren, weil er auch Schwermetalle und radioaktive Substanzen in sich anreichern kann. Besonders heikel in entsprechend gefährdeten Gebieten, die etwas viel radioaktiven Niederschlag abbekommen haben.
Na, uns ist das Essen gesichert. Dann habe ich hier einen alten und einen jungen Goldröhrling entdecken können. Ein Symbiosepilz der Lärche. Die Lärche einer der Bäume mit dieser schuppigen Rinde, die in Schichten wie ein Blätterteig aufgebaut ist. Jedenfalls als Symbiosepilz davon kann man jetzt offensichtlich auch schon die ersten Goldröhrlinge finden. Der Goldröhrling gilt als essbar, wird aber von manchen nicht vertragen. Es gibt Unverträglichkeitsreaktionen bis hin zu Fieberreaktionen. Der Goldröhrling, seinem Namen nach goldgelb in seiner Färbung. Auf Berührung ist er rosa bis lila anlaufend. Er hat im jungen Alter, hier ist er so geschlossen, hat so eine Art Schleier, hat einen schleimigen Hut. Und unter dieser verschlossenen Haut sieht man hier auch schon die hellen gelblichen Röhren. Hier bei diesem älteren Exemplar und schon arg von den Schnecken angefressenen Exemplar etwas besser zu sehen. Dieser hier ist nichts mehr und der hier kommt mit als Mischpilz in die Pfanne. Der muss auch gut gekocht werden. Er wird vielleicht auch etwas besser vertragen, wenn man diese schleimige Schicht, diese Haut hier vor dem Kochen abzieht und entfernt. Und hier bei den Buchen glaubt man, man ist auf alte, vertrocknete Pilze gestoßen. Aber so alt und vertrocknet sind die gar nicht, denn das sind Totentrompeten, auch Herbsttrompeten, gehört auch zur Familie der Leistlinge. Der ist oben so, ja, fast schwarz, hat diese Trichterform. Der hat in der Mitte ein Loch, das in den Stiel hineingeht. Auf der Unterseite ist er eher grau und ist mehr oder weniger stark ausgeprägt, sind seine Leisten zu sehen. Und auch der Stiel ist so dunkelgrau-schwarz. Die Totentrompete, die Herbsttrompete, ist ein essbarer Speisepilz, eignet sich auch gut zum Trocknen. Hier habe ich ein etwas frischeres, noch etwas jüngeres Exemplar. Man sieht, dass er hier mehr braunschwarz ist. Der ganze Pilz ist noch etwas saftiger. Und auch hier noch etwas heller auf der Unterseite. So ist er wirklich perfekt und ideal zum Mitnehmen. Auch hier im Buchenwald gleich der nächsten Pilz, den man nicht alle Tage sieht. Wieder ein Leistling, diesmal der Krause-Leistling. Der ist so hell, blass, braun-grau in seiner Farbe, erinnert in seiner Wuchsform an die Herbsttrompete. Hat hier ebenfalls graue Leisten. Hier schon ein bisschen angefressen. Hier bei diesem Exemplar etwas besser zu sehen. Auch einen
lehmbraunen, braungrauen Stiel. Der hohl ist. Auch dieser Pilz ein essbarer Speisepilz. Und hier haben wir einen Sklerotien-Purling. Der ist ebenfalls essbar, ist allerdings relativ zäh. Aber in jungem Alter kann man den durchaus verwerten, finde ich. Im älteren Stadium, so wie diese hier, sicher nicht mehr. Der Sklerotien-Purling hat solche weißen, relativ große Poren, so ein bisschen wabenförmig, und die sind am Stiel herablaufend. Farbe so hell weiß. Auf der Oberseite ist er so beige hellbraun und hat solche dunkleren Schüppchen. Gerade der Stiel ist zäh und kann man wegschneiden. Hier habe ich was Interessantes gefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selten solche Korallenpilze. Bin da also nicht sattelfest. Aber ich habe die beim Bestimmen, oder ich denke, das ist die gelbe Koralle oder zitronengelbe Koralle. Die hat so, die ist zu einem weißen Strunk entspringend, hat weißes Fleisch. Und hier diese gelben, korallenartigen Enden, die im Alter ausblassen, also blass werden. Aber Korallen gibt es viele. Die gelbe Koralle gilt als essbar, aber viele der Korallen sind auch giftig. Aber auch gerade die gelbe Koralle, aber auch andere sind selten und deshalb schonenswert. Und wie gesagt, mit Korallen kenne ich mich wirklich nicht aus. Trotzdem zeige ich euch diesen Pilz hier mal. Hier sind wir wohl zu spät, hier war schon jemand, hat hier diesen Steinpilz aufgeschnitten. Wahrscheinlich war er ihm zu alt, zu verwurmt. Man merkt auch schon, wenn man den Hut anfasst, dass er nicht mehr fest ist. So ein weicher Hut deutet darauf hin, dass sich der Pilz bereits am Zersetzen ist. Und dann muss man ihn auch gar nicht mehr aufschneiden. Man kann ihn direkt stehen lassen, dass er noch zu Ende aussporen kann. Ja, Steinpilz wird wohl jeder kennen. Weißes Fleisch. Ein klares weißes Netz am Stiel, im jungen Alter weiße Röhren, die werden dann gelb bis olivgrün in diesem Alter hier und eine braune Huthaut. Das scheint jetzt hier auch der einzige zu sein. Aber gut, wir gehen mal weiter und schauen, was sich noch so finden lässt. Hier an dieser umgefallenen Birke haben wir den Birkenpurling. Allerdings schon ein älteres Exemplar, nicht mehr zu verwerten. Der Pilz gilt auch als ungenießbar, weil man ihn nicht zu Speisezwecken verwenden kann. Dafür ist er zu zäh.
aber er gilt als Vital- und Heilpilz. Wie man deutlich sieht, ist er schon hinüber, aber er wäre daran zu erkennen, dass er ausschließlich an abgestorbenem Birkenholz wächst. Er ist weiß, seine Poren wären weiß, sein Fleisch ist weiß und oben seine Huthaut ist weiß mit so einer aufreißenden Abzeichnung, die dunkler ist, so dreckig weiß bis gräulich. Und hier diesen Knubbel an der Anwachsstelle, ganz typisch für den Birkenporling.